Herzlich willkommen zum ersten Zeitenwende-Talk. Es geht diesmal um die Zeitenwende im Bildungssystem. Mein Name ist Michael Kajalainen-Träger. Ich war rund 10 Jahre lang Lehrer im öffentlichen Schuldienst in Wien, in Grundschulen, Mittelschulen und auch einmal im polytechnischen Lehrgang oder in der polytechnischen Schule und habe dann auch überlegt, wie ich da ein Stück meine Ideen umsetzen kann im Bildungssystem, habe dann auch einmal eine Privatschule gegründet und die auch eine Zeit lang geleitet und dort auch unterrichtet und bin dann aus dem Bildungssystem ganz ausgestiegen, um von außen ein Stück einzuwirken. Da ich auch als Supervisor aktiv war, habe ich mit vielen Menschen aus dem Bildungssystem zu tun gehabt, die in gewissen Nöten waren, die in Herausforderungen gestanden sind und sie auf diese Weise begleitet und versuche seit rund einem Jahrzehnt eben von außen auch Impulse zu setzen, die diesem Bildungssystem gut tun. Und die Phase der letzten Jahre hat ja auch einiges an die Oberfläche gebracht, was an Problemen auch im Bildungssystem, in der Schule, aber auch im elementaren Bildungssystem aufgetaucht sind. Mein Gast heute ist Gerald Ehegartner. Er wird sich jetzt kurz auch selber vorstellen und dann starten wir in unser hoffentlich sehr spannendes Gespräch. Ja, hallo, mein Name ist Gerald Ehegartner. Ich bin Lehrer, Autor von 3 Büchern. Ja, sonst auch, ich schreibe sonst auch Texte, Essays und so weiter für verschiedene Magazine. Und bin Wildnis- und Naturpädagoge, Improvisationstheaterpädagoge, Visionssucheleiter. Ja, das ist Musiker. Und ja, das ist so ungefähr mal der Querschnitt bei mir. Und ja, Lehrer, weil es sich ja mein Gespräch auch zu Schule und Pädagogik handelt. Also so ganz offiziell in den Pflichtschulbereich bin ich 1999 eingestiegen. Ich war zuvor Musikschullehrer für Trompete und Blockflöte. Und ich bin dann damals in die Grundschule eingestiegen, also in die Volksschule, und bin dann nach mehreren Jahren gab es das Angebot, Integrationsklasse, also Integration in einer Schule aufzubauen, und zwar in damals noch einer Hauptschule. Habe das dann hin und her überlegt, ob ich das machen soll oder nicht, weil ja, es war doch ziemlicher Umstieg. Habe es dann aber gemacht und bin dann über die Integration, die auch sehr, sehr spannend war, oder über die Inklusion reingerutscht, immer mehr in die Mittelschule, und bin dann letztendlich in der Mittelschule als Deutschlehrer und Geografie und so weiter hängen geblieben. Habe dann das erste österreichische Naturpädagogik-Wahlpflichtfach mit einer Kollegin gegründet. Der Name ist Abenteuer Natur, dieses Wahlpflichtfaches. Und ja, und bin jetzt an einer Landmittelschule gelandet. Ich war dazwischen mal mit schwer erziehbaren Jungs gearbeitet, an einer speziellen Schule dafür. Für kurze Zeit, und bin jetzt schon mehrere Jahre in einer wunderschön gelegenen Landschule, wo es ein bisschen ruhiger runtergeht, sage ich jetzt einmal, und kann dort auch das Naturpädagogik-Waldpflichtfach natürlich sehr, 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 sehr gut umsetzen. Ja, Gerald, danke, dass du da bist und dass wir heute uns Zeit nehmen können, um über die Situation des Bildungssystems, vor allem also des Schulsystems, zu sprechen. Wir beide haben ja auch schon lange vor der sogenannten Pandemie erkannt, dass es da hakt immer wieder und dass es Ecken und Kanten gibt, die mitunter auch scharf sind, dass man sie wehtut als Lehrer, als Schüler, als Elternteil. Und du hast ja in einem Buch, das du schon vor dieser Zeit der Pandemie, der sogenannten, veröffentlicht hast, auch wesentliche Punkte aufgeschrieben, die dir aufgefallen sind. Magst du so ein bisschen vielleicht anfangs auch erzählen, was dir da aufgefallen ist und was du da so niedergeschrieben hast? Ja, gerne. Also das Buch sieht man auch hinter mir dann stehen. Und zwar
Der Titel heißt Kopfsprung ins Herz, als Old Man Coyote das Schulsystem sprengte. Das ist der Untertitel. Und ich habe schon vor der Pandemie den Eindruck gehabt, dass Schule einfach auch ein Hort der Unlebendigkeit ist. Dass Schule sehr top-down ist, organisiert ist und da sehr viel versteckte Hierarchie natürlich drinnen steckt. Und dann kam er zu diesen Beamten, hierarchischen, zu dieser Struktur nur dazu, dass so dass der neoliberale Zugang jetzt irgendwie Eingang gefunden hat, spätestens seit dem Bologna-Prozess, diese ganze Kompetenzorientierung. Das heißt, das habe ich für mich zwei Unfreiheiten, wobei die Neoliberale lässiger ausschaut, als wie das verstaubte Beamte. Aber im Kern, ja, mindestens so gefährlich ist, finde ich, für die Freiheit des Individuums eigentlich fast gefährlicher. Für Beamte, der Verstaubte ist ja irgendwie leichter zum Durchschauen, ist natürlich sehr unbeweglich und frustrierend oft damit umzugehen. Mit dem Neoliberalen, das nutzt viel geschickter die Kreativität, beutet viel geschickter die Kreativität aus. Diese verbeamtete Struktur ist ja, was Kreativität und Buntheit betrifft, schwerstens unterbelichtet. Das Buch selbst zielt eigentlich im Kern darauf hinaus, die Lebendigkeit wieder anzustacheln, anzufeuern, verrückte Wege zu gehen, sich was zu trauen, aber sozusagen sehr auch auf die Persönlichkeit des Lehrers, der Lehrerin konzentriert. Weil ich glaube, wir können auch so tolle Systeme haben, wenn wir die Leute nicht haben, die im charakterlich oder im Herzen anwesend sind, die keine Beziehung zu Schülern aufbauen können, dann können wir Systeme haben, was wir wollen. Also letztendlich, wir müssen das System natürlich verändern, aber es beginnt schon mit der lebendigen Person, die vor Ort ist. Und es ist sozusagen glaube ich, ein Mutmach-Buch entstanden, auch wirklich verrückte Wege zu gehen. Und diese Normalität, die hat mich immer wieder fertig gemacht. Also ich habe bald auch in der Ausbildung als Lehrer wahrgenommen, dass es war gar nicht so leicht, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, ich mache Dinge anders und das ist etwas, zu dem man unbedingt auch stehen soll. Und darf und das dazu mache ich mit dem Buch auch unter anderem Mut. Ich glaube, wir müssen wegkommen, auch in der Schule, von diesem Kontrollwahnsinn, der um sich greift, der ja durch die auch durch PISA-Geschichte, jetzt durch die Kompetenzmessungen, die wir haben, ist ja eine neue Art des Kontrollierens entstanden. Und jetzt finde ich, während der Pandemie mit der Testerei der Schüler, sozusagen was den Lehrern aufgetragen wurde, diese Aufgabe zu übernehmen, obwohl wir überhaupt nicht ausgebildet sind dafür, sieht man nochmal, da hat man dann nicht nur die kognitive Geschichte getestet, sondern da sind wir auch in den körperlichen Bereich reingegangen. Also Schule ist wirklich zu einem völligen Testkompetenzzentrum mutiert. Das ist eine große Kritik von meiner Seite auch. Jetzt hast du gerade PISA angesprochen. Da erinnere ich mich dran, dass ja Finnland, und zu Finnland habe ich insofern eine Beziehung, als meine Gattin Finnin ist und ich mich daher auch mit dem Land beschäftigt habe und dann eben natürlich auch mit dem sogenannten Bildungssystem in Finnland, das ja sehr gehypt wurde, weil Finnland immer wieder ganz vorne in den PISA-Testungen war. Und ich dann bei näherer Betrachtung auch erkennen musste, dass es zwar einen durchaus anderen Weg gibt für die Finnen und die finnischen jungen Menschen im Bildungssystem, dass aber das Ziel eigentlich das gleiche geblieben ist, nämlich sie zum Funktionieren in der dann eben finnischen Gesellschaft zu bringen und dass diese Prämissen, die sozusagen vorgegeben sind, was musst du können, um ein guter Bürger, eine gute Bürgerin
guter Mensch zu sein, eigentlich ähnlich und parallel sind. Und spannend, vielleicht weiß ich nicht, ob du das weißt, tatsächlich sind jetzt die Finnen im PISA-Ranking nach unten gerutscht, weil sie nämlich ein System entwickelt haben, das eigentlich sehr am Schüler, an der Schülerin orientiert ist, sehr durchaus auch in die Richtung geht, auf die eigenen Bedürfnisse des jungen Menschen zu achten. Und die guten Ergebnisse waren deswegen damals vorhanden, weil sie nämlich mit dem ehemaligen DDR-System gearbeitet haben. Ja, das heißt, da als sozusagen klar vorgegeben wurde, genormt wurde, auch in gewisser Weise gedrillt wurde, gab es gute PISA-Ergebnisse. Und man hat die aber auf das neue System zurückgeführt. Tatsächlich genau. Aber das neue System eben das menschlichere, das, wo der Schüler keine Nummer ist, wo es eine persönliche Beziehung gibt, wo die Schule auch ganztags organisiert ist, wo die Schule auch alles abdeckt, was der Schüler braucht, auch Betreuung außerhalb des Unterrichts, psychologische Betreuung, es gibt Sozialarbeiter an den Standorten und so weiter. Also es wird sozusagen ein Rundumpaket geschnürt, aber in den sogenannten Messinstrumenten bei PISA zeigt sich jetzt das Gegenteil, dass hier offensichtlich die Funktionstüchtigkeit verloren gegangen ist. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte für mich und zeigt eben auch, was du ansprichst, dass dieser Testwahnsinn eigentlich nicht menschlich ist. Ich würde fast sagen, unmenschlich ist und dass er nicht die individuelle Qualität des jungen Menschen in den Vordergrund rückt und ihm die Möglichkeit gibt, aus sich zu machen, was in ihm steckt oder das zu entfalten, was in ihm drin steckt, sondern einfach, dass man, wie du sagst, Normalität, ich habe da an Norm gedacht, dass man normiert wird, ne? Sagt, okay, der Durchschnitt gilt, ja, die besser sind und mehr kennen, die werden wenig beachtet und die sozusagen unter dem Durchschnitt liegen, die werden versucht, dann zum Durchschnitt hinzukriegen. Und das ist eine meiner größten Kritiken an dem ganzen System, dass ich nicht erkenne, wo da der Mensch seinen Platz hat, sondern dass er wirklich eine Nummer ist, sage ich mal, und dass er dann in eine Richtung gedrängt wird, die ihm vieles nimmt, was er eigentlich hätte und was für unsere Gesellschaft auch sehr wesentlich oder sogar wichtiger und wesentlicher wäre, nämlich das zu entfalten, was in ihm steckt, zum Wohle für sich, aber auch für die Menschen rundherum und für die ganze Gesellschaft. Und das fällt mir total im Bildungssystem. Das habe ich als Lehrer erlebt, das habe ich als Elternteil erlebt, das habe ich auch als Schüler seinerzeit schon in meiner Schulzeit erlebt. Es ist eigentlich, und heute traue ich dem fast ein bisschen nach, es ist eine verlorene Zeit gewesen. In meiner Freizeit habe ich Dinge gemacht, die mir Freude gemacht haben. Ich war in einer Pfadfindergruppe, dort habe ich viel fürs Leben gelernt. Ich habe mich mit Dingen beschäftigt, die mich wirklich interessiert haben. Und das alles sozusagen zwischen den Unterrichtsstunden und der Lernzeit am Nachmittag und den Wochenenden, die oft auch mit Lernen verbunden waren, wo es mir überhaupt nicht gefreut hat, wo ich Dinge mal eingezogen habe, die mir überhaupt nichts geholfen haben. Also ich glaube, das hat sich nicht wesentlich verändert. Und das ist für mich der größte Mangel, dass hier die Interessen des jungen Menschen und seine Begabungen und Talente nicht oder sagen wir mal kaum oder sogar nicht berücksichtigt werden und man irgendwo eingepresst wird und dann kommt man irgendwie raus und weiß eigentlich erst recht nicht, was man zu tun hat oder was man tun sollte, weil das wahrscheinlich, was man kennen hat, nicht mehr, weil das irgendwie verschüttet wurde und außer man hat sich irgendwie bewahren können und was man jetzt machen soll in der Gesellschaft, weiß man oft nicht. Es gibt so viel Orientierungslosigkeit, was mache ich mit der Matura, was studiere ich jetzt oder was mache ich nach dem Pflichtschulabschluss? Wo gehe ich hin? Lehre, was mache ich? Wo hier weiterbildende Schule? Also da hakt es irgendwie völlig. Und das wäre so meine große Analyse. Es braucht mehr Begleitung in diesem individuellen Lernprozess und es braucht mehr selbstbestimmte Wege. Und da hätte ich jetzt, und das ist so mein Schlusswort zum ersten Statement, hätte ich, also sehe ich einfach auch ein Potenzial außerhalb von Schule, aber ich sehe auch keine Notwendigkeit, die Schule abzuschaffen. So bin ich auch nicht, sondern sage, okay, es gibt Menschen, für die ist das Schule das Zuhause, in dem können sie sich entfalten oder auch entwickeln. Und da braucht es zwar einiges, ja, um das noch besser zu gestalten. Und es gibt aber auch möglicherweise junge Menschen, die einen völlig anderen Weg gehen, worauf Schule jetzt noch nicht vorbereitet ist. Nicht zu sagen, okay, du sagst mir jetzt, was du wissen willst und ich biete dir etwas dafür. Ja, das heißt, dich interessiert das und da gibt es den Fachmann oder die Fachfrau so und so und zu der gehst jetzt, da gibt es einen Kurs dafür und da kannst du jetzt entsprechend weiterbilden und deine Kompetenzen, deine sogenannten, erweitern und dein Fachwissen. Jo, genau. Ja. Meine Analyse. Ja, also für mich war es jetzt wirklich sehr zu beobachten, dass sie die Dinge jetzt verschärft haben in der Pandemie, die vorher schon da waren. Diese Normierung, die durch Schule passiert, diese Einordnung,
von Individuen, die ist ja in der Pandemie, die hat dann nur mehr einen Riesenschub gekriegt, dass in eine richtige Normopathie reingefallen sind. Es musste jeder alles gleich machen, es mussten alle in der Früh gleich getestet werden, es mussten alle die Masken tragen, dann wieder nicht, dann nur am Gang, dann mussten sie getrennt sitzen, dann mussten sie zu Hause bleiben. Es ist wirklich von oben runterkommen, jeder hat sich dann auch verhalten müssen. Also Schule ist wirklich zu einem Appellplatz verkommen. Meiner Meinung nach in den letzten 3 Jahren ganz, ganz massiv. Und ist die Angstpädagogik als solche ja auch, hat fröhliche Urstände gefeiert, ganz klar, wenn dies von den Politikern auch von oben nach unten kommt, sozusagen. Wir wissen ja auch, dass das Bundesinnenministerium in Deutschland, dass ja dieses Strategiepapier aufgeflogen, wo man geplant hat, wie man mit jungen Menschen umgeht, wie man ihnen Angst macht, Angst vor dem Tod der Oma und von Opa und so weiter, dass sie Gefährder sind. Also wir haben den Schülern wirklich wieder diese, was Schule einfach Gefahr läuft, die Würde den Kindern zu nehmen. Und Schüler auch die Gefahr natürlich, dass Schüler damit gekränkt werden, in ihrer Biografie große Kränkungen erfahren. Das wurde hier wieder massiv in Kauf genommen. Es ist sehr offensichtlich, dass Kinder keine Lobby haben. Und es wurde den Kindern eingeredet, sozusagen, ja, wie gefährlich sie sind. Und viele haben da schon den Mund aufgemacht und gesagt, sie bezweifeln sie massiv, was sie jetzt auch herausstellt. Es stellt sich im Nachhinein heraus, dass die sozusagen alle möglichen grauslichen Etiketten erhalten haben, von Schwurblern bis alle Hutträgern, was weiß ich, was alles. Also als Heretiker, der in der Irrlehre aufsitzen, beschrieben wurden, dass die eigentlich im Nachhinein, denen man jetzt recht gibt, okay, es war ein Fehler, dass Schulen geschlossen wurden. Es wurde einfach auf die Kinder überhaupt nicht geschaut. Es wurde geschaut in der Panik darauf, dass man auf sich selbst, auf die Erwachsenenwelt. Und da hat man die Kinder einfach eingesperrt. Wir haben jetzt die Situation, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien immer noch voll sind, dass die psychische Belastung gerade der Jugendlichen sehr, sehr hoch ist. Es kam zwar jetzt gerade eine Studie raus, die Metastudie, die psychische Belastung wäre halb so wild. Es ist gleich auf Science ORF veröffentlicht worden, hat sie dann herausgestellt, dass die hauptsächlichen Zahlen von 2020 noch sind oder Anfang 2021, also wo man gleich zu Beginn noch ein paar Monate erhoben hat. Aber mittlerweile sieht die Situation ja ganz anders aus. Also wenn man mit Leuten, mit Fachleuten spricht, die sagen es offen oder hinter vorgehaltener Hand, Situation ist grauslich. Da hat Schule groß mitgespielt. Und ich denke, da zeigt sich, wie wenig Platz ein Individuum hat, wie sehr man eigentlich immer mitläuft als Mass in der Herde. Und Schüler, aber auch Lehrer, die sich, hat sich jetzt auch gezeigt, nicht? Wenn Schüler oder Lehrer sich auflehnen. Ich meine, nur ein Beispiel, du hast als Lehrer ja die Möglichkeit, eine Demonstration zu machen, egal bei was. Ja. Wenn du findest, dass irgendein Gesetz, irgendein Bescheid oder so, dass der unmenschlich wäre, dann hast du immer schon die Pflicht, also das Recht, aber auch die Pflicht gehabt, quasi, das ist wie das beides beschrieben, eine sogenannte Demonstration zu machen. Als Beamter generell hat man das Recht dazu und die Pflicht. Als jetzt diese Corona-Geschichte lief und Lehrer haben die Demonstration gemacht, gab es auch hier einen ordentlichen Druck auf diejenigen von den Landesbehörden zum Teil, das zu unterbinden. Also du wurdest als Lehrer dann von der Direktion, die musste dich dann beobachten, wie du agierst und so weiter. Also nicht einmal das war mehr gefragt. Also du hattest wirklich zu schweigen und mitzumachen, auch egal, ob es gut oder nicht findest. Also
Mir zeigt schon die dunkle Seite einfach des Autoritären an der Schule hat diese Krise sehr gezeigt. Es ist die Angstpädagogik wieder auch dadurch in die Schule reingeflossen. Es ist der Testwahnsinn mehr geworden, weil wir ja auch eben körperlich jetzt testet haben, wie die Wahnsinnigen in Österreich. Und es ist auch eine gewisse Infantilisierung. Also ich denke nur an diese ganzen Sticker-Album-Geschichten da mit, also vorher nur mit dem Baby-Elefanten und nachher mit dem Sticker-Album, wenn du getestet worden bist, hast du einen Sticker reinkriegt mit den Ninja-Pass und wenn du geimpft warst als Schüler, hast du den super-mega-Hyper-Sticker gekriegt, wo dann oben gestanden, also wo's mit geimpft geadelt wurdest. Ich habe da mit einem Freund einen Sticker entworfen, wo gesund umgestanden ist, der nur schöner war. Und weil er einfach denkt, dass ein Kind grundsätzlich einmal gesund ist. Oder Kind ist grundsätzlich einmal, es passt so, wie es ist. Ja. Wir vermitteln ja ständig, dass es nicht so ist. Das ist ja die Riesengefahr. Auch hier wieder. Du bist nicht gesund. Die Kirche hat gesagt, du bist sündig von Anfang an. Die Schule sagt zu dir, du kannst das und das und das und das nicht. Du bist immer irgendwie fehlerhaft, bist sündhaft, bist krank. Und mit diesem grundsätzlichen Gefühl aufzuwachsen, nimmt dir einfach den Selbstwert und die Größe und die Würde. Und ich bin auch Teil der Akademie für Potenzialentfaltung. Gerald Hüther spricht immer von der, also sehr geflügeltes Wort, die Potenzialentfaltung. Also wir wären als Lehrer eigentlich viel mehr Schatzsucher. Es ist natürlich in der Praxis immer auch schwierig im Alltag. Man muss mal aufpassen, die Dinge klingen sehr, sehr gut und die sind auch super. Das wirklich umzusetzen und zu leben, ist natürlich vor Ort täglich eine Herausforderung, aber absolut notwendig. Wir müssen wegkommen von diesem defizitären Blick, dieser Vermessung von Defiziten, ständigen, wo sich eine ganze Maschinerie herumgebildet hat, wieder den lebendigen Blick auf den Schüler und als Mensch, als kleinen Menschen zurückzubekommen. Und das ist ein Perspektivenwechsel, der ansteht. Und da darf Schule auch ruhig humorvoller werden, da darf Schule. Ich glaube auch, dass es ein verlorener Tag ist, wo Schüler nicht lachen, wo man gemeinsam im Unterricht ist. Und weil du vorher Finnland angesprochen hast, ich habe da mal in einem Geo-Bericht gelesen, dass bei der Aufnahme von Lehrern in Finnland, da hat eine Aufnahmeleiterin drüber gesprochen, auf was sie schauen. Sie hat gesagt, sie schauen darauf, ob der hier sich bewirbt, auch einmal lacht. Und das sind diese Dinge, die man nicht messen kann, gell? So richtig. Insofern ist es auch sehr schwierig, natürlich passende Lehrpersonen aufzunehmen, weil jetzt ist zwar die Situation eh so, dass man, wer bei dreimal klatschen nicht am Baum ist, wird jetzt dann bald Lehrer werden, weil wir so einen Mangel haben. Aber prinzipiell, nach welchen Kriterien suchst du aus? Und die Hauptkriterien sind ja sehr schwer zu messen, generell im Leben. Ist es so, oder dass man die Hauptgeschichten nicht messen kann und die Nebengeräusche, die Reste, die vom gedeckten Tisch runterfallen, ja, die kannst du messen. Aber ich denke, dass so ja, Freude an der Begegnung mit Schülern, mit Kindern ist so wesentlich. Und mit Kindern auch lachen zu können, sich reinversetzen können in Kindern. Es ist so eine wesentliche Eigenschaft, an der man nicht vorbeikommen darf und soll und die man sich auch nicht in der ganzen Biografie als Lehrer ja nicht nehmen lassen darf. Also ich glaube, wir sind gefragt, dass man mutig durch die Bildungslandschaft ziehen. Ich bin sozusagen ja in der Schule noch drinnen und sehe natürlich vieles ganz, ganz kritisch. Ich sehe es aber natürlich auch so, dass Schule, wir sollen sagen, Schule ist auch ein Begegnungsort, unter anderem auch für Schüler, wo es zu Hause sehr problematisch ist.
Da kann Schule als Ort, wenn er gelingt, als gelungener Lern- und Begegnungsort sehr viel leisten. Es ist aber nicht unbedingt notwendig. Ich denke auch, wenn man zum Beispiel, ich kenne persönlich Schüler, die oder die, also was heißt Schüler, Jugendliche, Kinder, die nicht in der Schule waren. Wir haben Freunde, die auf einem Schiff leben, seit 20 Jahren ungefähr, die ihre Kinder am Schiff unterrichtet haben, die nie in der Schule waren, die hochintelligent sind und die aufgrund ihres Lebensentwurfs einfach nicht möglich war. Oder auch ein André Stern, da waren Eltern einfach da, die ihn begleiten konnten, die ihm den Rahmen zur Verfügung gestellt haben. Es gibt aber auch Schüler, die oder jetzt jugendliche Kinder, wo die Eltern einfach wirklich, wo die Verhältnisse so desolat zu Hause sind, wo ich denke, dass es besser ist, sie kommen in die Schule und werden dort auch aufgefangen. Was mich jetzt dann noch interessieren wird und das ein bisschen im Detail auch, wie du dir so eine Schule mit Zukunft, ich sage mal eine Schule mit Zukunft auch vorstellst. Du bist ja mittendrin und das ist ja auch toll, dass es Menschen gibt, die da nicht aus dem Schulsystem rausgehen und sagen, okay, lass das bleiben. Ich selbst habe einen anderen Weg gewählt, wie ich schon gesagt habe, weil ich einfach auch für mich erkannt habe, dass ich mir so oft den Schädel anrenne, dass das nicht gut ist, weder für mich noch für die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Weil es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die werden irgendwie so Zyniker dann. Ne? Die werden dann irgendwie völlig abgestumpft und sehen diese Beziehung, die du angesprochen hast, zu diesen Menschen, mit denen sie zu tun haben, nicht mehr. Beziehungsweise wird diese Beziehung dadurch beeinträchtigt oder gestört oder sie wurde auch nie hergestellt. Und im Lernprozess ist ja Beziehung ein ganz wesentlicher Faktor, auch aus meiner Sicht. Ich habe jetzt ja noch einmal eine vertiefende Erfahrung gemacht im Hinblick auf ein Leben außerhalb der Schule, nämlich nicht nur als Person, weil ich gesagt habe, okay, das mache ich nicht mehr, sondern auch durch meinen jüngsten Sohn, der mittlerweile 12 ist und der aber mit 5 gesagt hat, nachdem er schon seit seinem 9. Lebensmonat auch in außerhäuslicher Betreuung war, immer wieder mal, so anfangs, weißt du, 2 Tage in der Woche, einmal am Vormittag und so. Und das ist dann so langsam auch sein Leben geworden. Und das hat ihm eigentlich auch sehr viel Freude gemacht aus unserer Sicht. Und wir haben immer auch geschaut, dass wir da gute Bildungseinrichtungen für ihn finden, die auch entsprechende Qualität haben, wo die persönliche Beziehung im Vordergrund steht, die Interessen der Kinder auch berücksichtigt werden. Und dann sagt er einmal knapp nach seinem 5. Geburtstag, er ist Ende Juni geboren, also am Ende eines Kindergartenjahres, seines vorletzten, ja, also vor dem letzten Kindergartenjahr, sagt er, und jetzt mag ich nicht mehr in den Kindergarten gehen, weil ich will auch endlich das tun, was mich wirklich interessiert. Ja, und das sagt er da mit 5. Und wir waren jetzt etwas perplex. Einerseits stolz natürlich, dass der das so ausdrücken kann. Andererseits natürlich auch etwas über und zumindest herausgefordert, wenn nicht überfordert, was machen wir jetzt? Ja. Und da habe ich auch natürlich dann persönlich begonnen, mich mit alternativen Möglichkeiten zu beschäftigen. Ja, und was heißt das eigentlich auch für mich als Vater? Was heißt das für uns als Familie? Und tatsächlich ist es dann gelungen, eben auch im Kontakt mit der Gemeinschaft der Freilerner und mit Menschen, die ich dann im Laufe dieser Zeit auch kennengelernt habe, die eben so individuelle neue Wege gehen, dann doch bestimmte Strukturen zu schaffen, auch die ihm da unterstützen, seinen Weg zu gehen. Und er hat in der Volksschule auch seine Externistenprüfungen immer wieder erfolgreich absolviert, wobei die letzte Prüfung dann schon unter diesen sehr schrägen Bedingungen der Pandemie stattgefunden hat, in der 4. Klasse, und ihm also einerseits einmal gezeigt hat, was das System verlangt. Also man hat uns eingeladen zur Prüfung, aber man hat uns nicht gesagt, dass da gewisse Vorschriften jetzt für uns auch gelten. Und das Erste, was ihm damals passiert ist, dass er getestet werden musste, zum ersten Mal in seinem Leben. Und ich habe gesagt, okay, es ist nicht unser Weg, und habe mit ihm dann noch kurz vor der Prüfung gesprochen, sage, okay, was heißt das jetzt? Lass die testen, und was heißt es, wenn du die nicht testen lassen willst? Ja. Und er hat sich dann entschieden, den Test zu machen, war aber dann sehr aufgebracht und sehr aufgeregt, ja, und sehr auch irgendwie beschämt, ja, und in der Sorge, was kommt da jetzt raus bei dem Test, nicht? Und unter dieser Bedingung ist er dann zur Prüfung angetreten und hat natürlich entsprechend geflippt und war natürlich überhaupt nicht mehr bei der Sache, gell? Und das hat sich dann durchaus auch in seinen Prüfungsergebnissen gezeigt. Das hat ihm mehr zu schaffen gemacht als mir, weil mir war das eigentlich so gesehen nicht wichtig, eine Note am Ende da zu sehen, die
seine Qualität zeigt, sondern dass er diese Prüfung besteht, ja, damit er seinen Weg weitergehen kann. Aber ihn hat das völlig durcheinander gebracht. Und das war so auch eine hässliche Fratze des Systems, sage ich mal, die er auch erlebt hat und die ihm dann, wie gesagt, zu schaffen gemacht hat. Und ich habe so grundsätzlich ja von meiner Perspektive, wie ich vorher schon gesagt habe, ist mir einfach ist es wichtig, dabei zu unterstützen und zu helfen, eben solche individuellen, selbstbestimmten Bildungswege auch legal zu machen. Das ist natürlich ein langer Weg und ob ich den nur erleben werde, dass das passieren wird, weiß ich nicht. Ja. Habe mich auch mit Menschen, also vor allem mit dem Bertrand Stern, das ist ja der ältere Bruder vom André Stern, Kontakt gehabt, auch weil ich für Radio Orange eine Bildungssendung gemacht habe, einige Jahre lang, einmal im Monat, und da auch so alternative Wege dann immer wieder aufzuzeigen versucht habe, Gäste hatte, die sich da anders positionieren, was Bildung betrifft. Und der Bertrand Stern hat mir eben ganz klar auch zu verstehen gegeben, dass jeder Mensch sozusagen von Geburt an ein Subjekt ist und dass er den Eindruck hat, im Schulsystem wird man zum Objekt gemacht. Doktert wird. Ja. Das war sehr einleuchtend und das hat mich nochmal bestärkt, auch meinen Sohn dabei zu unterstützen, diese Subjekthaftigkeit von Anfang an oder zumindest von seiner Entscheidung weg, ich meine, sonst hat er es wahrscheinlich eh auch glücklicherweise erlebt, zu begleiten und zu ermöglichen, ja, zu schauen, was wird aus dir und was soll aus dir werden, beziehungsweise was ist, was bist du schon, weil man, das ist für mich ist ja dieses, was wirst du, was willst du einmal werden, eigentlich auch schon eine Zumutung, weil eigentlich ist man ja immer schon auch, gell? Das heißt, von Sein und Werden, aber letztlich ist es immer auch ein Sein. Und alles, was sozusagen dann wird, ist ja letztlich irgendwie schon in dir drinnen. Das ist so meine Sichtweise. Und darf sich entfalten. Und je nachdem, in welchen Situationen du halt aufwachst, darf sich das entfalten oder eben auch nicht. Und du hast von Familien gesprochen, in denen es schwierig ist, die Kinder entsprechend zu begleiten, die jungen Menschen. Ja? Klar, da braucht es Unterstützung. Und ich sehe mich ja auch nicht als Lehrer meines Sohnes, sondern ich begleite ihn auf seinem Weg und versuche zu schauen, dass er seine, oder wir versuchen, dass es Familie ihm die Möglichkeit zu geben, seinen Interessen zu folgen und notfalls eben auch, oder nicht nur notfalls, sondern im Fall, dass er ein Interesse hat, wo wir überhaupt uns nicht auskennen, was uns auch überhaupt nicht interessiert, Menschen zu finden, die ihn da besser begleiten können in dieser Situation, in dieser Phase. Gell? Und ich glaube auch, dass Eltern nicht die Lehrer ihrer Kinder sein sollten, auch wenn sie Lehrer sind, sage ich jetzt einmal, oder vielleicht schon und das ist so ein großes Problem und die Herausforderung, die ich auch so in der Freilernerszene erlebe, ja, so zu sehen, dass hier die Eltern sehr viel tun, bestens tun, im Guten tun, aber dass sie durchaus auch, dass dadurch eine gewisse Enge entsteht, ja, im Leben dieses jungen Menschen, sage ich mal. Ja. Das heißt, es muss nicht sein, dass der Elternteil der ideale Begleiter ist dieses Prozesses. Ich als Vater in einer anderen Rolle. Er kann von mir lernen, wo ich drauf habe und wo sie kann und wofür er sich vielleicht interessiert, wofür ich mich auch interessiere. Ja? Aber anderes wieder nicht. Ja? Und es braucht auch sowas wie rundherum. Es heißt ja nicht umsonst, nicht, um einen jungen Menschen zu begleiten, braucht es ein ganzes Dorf so ungefähr. Nicht? Das ist jetzt ein bisschen abgewandelt. Das heißt, haben wir, ja, genau. Etwas rundherum. Und jetzt ist vielleicht Schule eh ein Ort, wo das möglich war. Da würde mich jetzt interessieren, wie die Schule sein müsste, ob du glaubst, dass Schule sich aus diesem Korsett, das sie hat, nämlich, dass sie da eigentlich so den Normen entsprechen muss, dass sie eigentlich, die Franziska Klinkit, eine Psychologin in Deutschland, sagte, die Schule ist ein Ort struktureller Gewalt, also die drückt das sehr, sehr extrem aus, ja, aber natürlich hat sie eine bestimmte Berechtigung. Hat Schule als System überhaupt eine Möglichkeit, aus diesen Strukturen auszubrechen und wirklich ein Ort der Bildung zu werden, der Begegnung, so wie du dir das wünschst, der Beziehung, wo junge Menschen ihren Interessen folgen können und gute Begleitung? Gute Frage, ja. Also ich bringe mal kurz zurück, weil das mir jetzt gerade irgendwie eingefallen, während du geredet hast. Ich habe mir unter anderem auch interessiert für Lernen, wie lernen eigentlich indigene Völker? Wie war ursprüngliches Lernen? Und nachdem ich die Wildnispädagogik-Ausbildung gemacht habe und nachdem die Wildnispädagogik wurde ja von eigentlich hauptsächlich von im Westen jetzt bei uns von Tom Brown Jr. In die Welt gesetzt, sage ich mal. Und ein Schüler von ihm hat dann dieses Lernen der indigenen Völker Coyote Teaching genannt. Also das ist zufällig dann, weil ich auch in meinem
Büchern, meinen beiden Romanen, den verrückten Coyote als Mentor drinnen habe, passt es irgendwie sehr gut zusammen. Es ist ein viel lebendigeres Lernen früher gewesen, natürlich, und war eingewoben in die Gemeinschaft und ins Dorf. Und die Eltern haben halt irgendwie was mitvermittelt, und es war nicht das Lernen deklariert. Es war halt alles nicht so getrennt wie bei uns später. Also, als man dann Lernen, man hat alles ausgelagert, und wir leben ja in einer sehr ausgelagerten Welt mit Experten, die uns jetzt auf den Kopf fallen oft. Die Spiritualität wurde ja als Religion organisiert und auf den Sonntag ausgelagert und so weiter. Also diese Dinge waren ja früher sozusagen im Alltag drinnen eingewoben, und ich glaube, bei uns hier im Westen war es schon sehr stark. Ich habe gerade einen Artikel darüber geschrieben, über das Mannsein in der Krise. Also in der derzeitigen Krise, ist eh schon in Zeiten des Gender-Narrativs ist ja gar nicht mehr so einfach, über Mannsein zu schreiben. Aber ich glaube, das Verschwinden der Väter in der westlichen Welt, spätestens mit der Industrialisierung und den großen Kriegen danach, hat auch dazu beigetragen, dass wir in der Schulwelt dort gelandet sind, wo wir sind. Also der Vater war schon auch jemand, bei dem man sozusagen als Kind mitgelernt hat. Und nachdem der nicht mehr da war, Schule wurde institutionalisiert. Das heißt, der Vater kam sozusagen als der große Vater von hinten wieder rein bei der Tür, als der organisierte Metavater. Ging es in eine sehr genormte Richtung. Und Schule hat natürlich, als Schule begonnen wurde, ganz schnell die Ausrichtung gehabt, vorher gute Mönche, gute Priester, gute Soldaten zu erziehen. Man hat nicht drauf geschaut, was ist das Potenzial, das gehoben wird, das schon angelegt ist, sondern man hat geschaut, dass man einen funktionierenden hat, ein braves Schaf. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht funktionierende Roboter ziehen. Also die grundlegende Ausrichtung war sicher nicht die Entfaltung. Es war in Zeiten, wo die katholische Kirche sozusagen die große Macht hatte, nicht der Fall. Und ist jetzt nicht der Fall. Aber da muss man, glaube ich, ehrlich sein. Man braucht quasi, jetzt überspitzt formuliert, Material für die Zeit, in der man lebt. Und es ist natürlich eine Herausforderung als Land, ist schon klar. Im internationalen Wettkampf steht man zum Beispiel mit den asiatischen Ländern, die voll auf Drill fahren, die voll auf Leistung fahren. Und wie organisierst du Lernen in einem Land? Kann man es sich leisten, dass die Schüler sich an der Freude, ihrem Interesse hochhandeln, wenn die anderen nebenbei so lange pauken wie in Südkorea, wie in Japan, wie in China, ist man wettbewerbsfähig? Wie schaut dann ein Land aus? Haben wir genug Fachkräfte? Das sind natürlich realistische Fragen, die man sich auch stellen muss. Mein Ansatz wäre natürlich für zukünftige Schule schon trotz alledem, das Risiko einzugehen, sich an dem Interessen hochzuhandeln des Kindes, am Individuum. Ich glaube, wir brauchen generell eine neue Welt. Es ist natürlich eine neue Herangehensweise. Wir sind ja dabei, dem Planeten dermaßen Schaden zuzufügen. Und ich meine da jetzt nicht unbedingt die Klimadebatte, die ich für eine reduktionistische Naturschutzdebatte mittlerweile halte, eine technokratische. Ich glaube, da müssen wir das Fass mehr aufmachen. Wir sind dabei, uns selbst und den Planeten auf eine dermaßen Art und Weise zu ruinieren, dass wir sowieso umstellen müssen. Und ich glaube, dass es hier die Freude auch am Lernen, die Begeisterung, ein guter Ratgeber wäre, wenn die wieder Einzug halten darf. Und die kann nur Einzug halten, wenn wir nicht als Objekte behandelt werden, sondern als Subjekte gesehen werden und uns selbst zuerst als
auch als Mentoren, als Lehrer und so weiter selbst einmal das Subjekt sehen, nicht als Untertan, als ausführendes Objekt von irgendwas. Also es ist schon eine Entrechtung der Lehrer auch in den letzten Jahren passiert. Mir verkommen ja auch immer mehr zu Lehrplangehilfen. Die Lehrpläne, die schauen dann immer lässiger aus. Jetzt haben wir wieder einen neuen Lehrplan, wo die ganzen neuen Ziele eingewebt werden. Ich denke, die Freiheit, die pädagogische Freiheit und die methodische Freiheit und so weiter, die muss unbedingt erhalten bleiben. Schule kann man, die Kernfrage ist, kann man das innerhalb der Schule überhaupt leisten? Für mich ist es so, dass ich es insofern versuche zu leisten, dass ich Schüler sehe als jeden Einzelnen in mein, wo ich sozusagen in der Klasse drinnen stehe und unterrichte, wobei ich sage es eh in jedem Interview, unterrichten, das Wort gefällt mir gar nicht. Es ist eigentlich, sollte ja aufrichten heißen, gell? Wobei normalerweise sollte man Kinder gar nicht mehr aufrichten brauchen. Kinder sind, würden aufrecht sein, würden es wir als Erwachsene nicht beschämen. Und ein Teil der Beschämung ist natürlich die Notengebung. Ich versuche hier den Kindern wirklich zu erklären, dass die Note nichts mit ihrer Person oder mit ihrem Menschsein zu tun hat. Das ist die, sozusagen eine primitive Abbildung der Leistung in einem speziellen Fach. Und nicht mehr. Wir müssen wirklich als Schule aufpassen. Ja, sozusagen einerseits gemessen an dem, was an Vorgaben existiert, nicht? Das heißt, ob man die erreicht oder eben auch nicht. Ja, ja. Und das, was vielleicht eventuell verschärfend noch dazu kommt, wenn hier Vergleiche gezogen werden, was natürlich automatisch passieren wird bei Kindern und bei jungen Menschen, die sagen, okay, der hat dann Zweier, über einen Dreier, was hast du? Ja, genau. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige. Da ist mir nur jetzt eingefallen, was das... Ja, genau. Also ich glaube, Rückmeldung, ich glaube, Rückmeldung für einen Fortschritt des Lernens, wie die auch jetzt immer passiert, im Idealfall wäre das natürlich schon was, wo Schüler sich an ihrem Interessen hochhandeln können. Und wo dort, wo die Freude liegt, dort liegt, das ist ja der Kompass in Wahrheit, die Ausrichtung, was gefreut mich. Dort, das ist der Kompass, wo ich genau in die Richtung gehe, wo es eigentlich wo mein Schatz liegt. Dass hier eine Rückmeldung passiert, des Mentors, des Lehrers, wie man die Rolle auch immer versteht, oder des Coach, das finde ich absolut notwendig, aber Rückmeldung braucht keine Notengebung, weil mit der Notengebung entsteht auch sozusagen immer auch eine Bewertung des Menschen. Und die müsste man subtrahieren, die gehört weg. Die Bewertung des Menschen selbst. Der Mensch hat mit der Note jetzt gar nichts zu tun. Also die Notengebung, ich würde, wenn ich an der Schule der Zukunft denke, ohne Notengebung, aber mit Rückmeldung, möglichst das subjektive Rückmeldung, ist natürlich sehr, sehr aufwendiger Prozess, auch hier rückmelden zu können. Hier gibt es aber verschiedenste Tools, wie sowas möglich ist. Ich glaube, man muss neu verhandeln, was muss jeder Schüler wirklich können, nämlich im Basisbereich. Es ist natürlich schon, also dazu stehe ich schon, dass ein Schüler in grundlegende Kenntnisse der Mathematik, der deutschen Sprache, in Englisch und so weiter und auch im Allgemeinwissen haben sollte. Aber so wie es derzeit ja ist, quälen wir Schüler zum Beispiel, die hervorragend in Sprachen sind, in Mathematik mit, wobei das in Mathematik einfach, da fehlt einfach, jetzt nur ein Beispiel, wenn da ein grundlegendes mathematisches Verständnis fehlt, aber die hochtalentiert in Sprachen wäre, die Person, die segiert man bis zum Schluss in Mathematik und eventuell schafft dann diese Schülerin, diese Schüler nicht einmal die Matura. Das kann ja wohl nicht sein, dass man hier Biografien ausbremst, weil sie in einem Bereich eine Schwäche haben. Grundlegendes Wissen, okay. Man
könnte diese Dinge auch modulartig aufziehen. Das heißt, dass Schüler so Grundlagenmodule, Basismodule machen müssen und nachher sich auch an sozusagen Pflichtmodule und Kür läuft dann dort bei den Modulen, wo man einfach das große Interesse hat. Und dass die Lehrer das sozusagen anbieten, die Lehrerinnen, dass sie sich dann sozusagen dort weiterentwickeln können, wo das Interesse einfach liegt und dort vertiefen. Ich glaube, das müssen wir völlig neu ausverhandeln. So wie es jetzt läuft, ist es meiner Meinung nach ja, ist der Weg nicht der richtige. Wir stehen sowieso vor ganz großen Umbrüchen. Also ich denke, dass wir hier neue Wege beschreiten müssen, dass der Weg, den wir jetzt gehen, wirklich in eine Sackgasse führt. Und wir stehen natürlich, was gerade Schule die letzten 3 Jahre auszeichnet hat, ist erstens Corona, ganze Zeit. Wir haben ja alle alternativen Konzepte sind ja völlig hinten angestellt worden, vor lauter Angst. Und parallel hat man die Digitalisierung vorangetrieben. Das war sozusagen das ganz große Thema die letzten Jahre. Und das beschäftigt uns natürlich. Wir haben jetzt mit künstlicher Intelligenz, haben jetzt den ersten Kontakt mit ChatGPT, wo Schüler sich die Aufsätze auch schreiben lassen von ChatGPT und so weiter. Da wird noch mehr daherkommen. Wir werden sicher individualisierte Lernprogramme erhalten, mit Avataren, die Schüler, ja, mit Computerprogrammen, die die Schüler begleiten, die, wo man dann argumentieren wird, die schneiden ja persönliche Programme für den Schüler zurecht, was der Lehrer nicht leisten kann. Ich glaube, das wird sehr in die Richtung gehen. Also da dürfen wir nicht blauäugig sein oder muss man einfach wirklich schauen, wo geht es dahin, in Deep Learning Prozesse reingehen werden. Wenn wir die geschickt nutzen könnten, wenn wir es schaffen würden, dass diese Systeme dienen würden, aber ich befürchte, dass das sehr schwierig ist, könnte man es natürlich auch mitnutzen für einen gewissen Lernvorteil. Könnten. Wobei ich die Schüler oder die jungen Menschen in den Volksschulbereich, Kindergartenbereich, ich würde die massiv raushalten aus den. Das ist meine Vorstellung auch von der Entwicklung, von der Reife, von der Entwicklungsstufe des Lernens nach Piaget auch, wenn man das betrachtet und so weiter, brauchen die Schüler einfach sehr viel Sinneserfahrungen und sehr viel Raumerfahrungen, die wir den Schülern verwehren, wenn wir sie schon in Laptop-Klassen in den Volksschulen sitzen haben. Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Schaut natürlich alles super aus. Die lernen das wahnsinnig schnell nach. Also wir haben das bei unsere eigenen Kinder. Unser Sohn ist jetzt zum Beispiel in einem programmiert, neben der Schule, in der HTL programmiert, für eine Firma. Wir haben den Florian geschaut, dass wir ihn lange Zeit auch raushalten aus dem zu frühen Kontakt mit diesen Geräten sozusagen, weil wir der Meinung waren, er wird so viel andere Erfahrungen machen, dass er das so schnell lernt und es war genau so. Also er ist nicht einmal irgendwie hinten nach, ganz Gegenteil eher. Also ich glaube, dass wir die Digitalisierung schlau verwenden müssen, die ist da, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber wir brauchen auch in der Schule Naturerfahrungen, wenn man es über die Schule abwickeln. Darum habe ich das Naturpädagogik-Wahlpflichtfach gegründet und wir kombinieren das derzeit noch mit nämlich mit dem europäischen Computerführerscheinfach. Ist das beides jetzt an der Schule kombiniert? Das heißt, wir haben sozusagen die Digitalisierung, die auch jetzt mehr in die Programmierung reingehen wird, auch in den Mittelschulen und parallel dazu die Naturerfahrung. Ich glaube, das ist eine ganz eine coole Grätsche, die wir da hinbekommen, weil beides, das eine ist wesentlich gefragt, die Naturerfahrung, das andere ist einfach von der Gesellschaft her jetzt in der Entwicklung da. Wir müssen kreative Wege finden, dass wir das hinkriegen und wir brauchen auch eine Digitalisierung des Herzens. Das sage ich auch immer wieder gerne. Digital ist ja der Fingerhut, der bei einem schwachen Herzen hilft.
und in der medizinischen Behandlung. Und wir haben als Gesellschaft ein schwaches Herz in den letzten Jahren wirklich gezeigt und ein mutloses, schwaches Herz, auch von Leuten, wo wir es gar nicht gedacht hätten, die wir vielleicht sogar aufgeblickt haben in der Öffentlichkeit. Es war ein bisschen überraschend für viele von uns, wie herzlos hier agiert wurde, wo man sich ja doch für die Guten gehalten hat. Sage ich es mal ein bisschen salopp. Also wir brauchen hier wirklich auch eine Auffrischung des Herzens. Und das ist ja die Digitalisierung, war ja früher vom Wort wirklich die Behandlung eines schwachen Herzens. Darum sage ich, dass jetzt das Herz jetzt als Metapher brauchen wir auch eine Digitalisierung. Also Schule sollte auch ein Ort der Herzensbildung wieder viel mehr werden. Was bringt uns all das Wissen? Was bringt uns all die Informationen, die wir jetzt auch kriegen? Wir sind ja eh vom Herzbildung weg. Ich sage dazu auch von der Weisheit weg. Zum Wissen gewandert, das heißt von der ganz körperlichen Weisheit hin zum verkopften Wissen, aber es war noch im Kopf gespeichert wenigstens. Jetzt sind wir hingewandert zu einem Informationszeitalter, wo das sozusagen in der Cloud geparkt ist. Und wir downloaden quasi die Information, die nicht einmal mehr im Körper gespeichert ist. Wir können die Informationen dann oft ja gar nicht mehr einordnen. Also ich halte wenig davon, dass man wenig weiß, wie soll das funktionieren. Wenn man grundlegende Dinge nicht weiß, wie willst du die einordnen? Das ist ja eine Information, die frei umherschwebt. Also ich glaube, das ist, da müssen wir natürlich ausverhandeln, was muss man wissen in der Gesellschaft. Und ja, das heißt aber, dass man die Information einbettet ins Wissen und das Wissen einbettet in die Weisheit. Und ich glaube, am meisten haben wir die Weisheit verloren. Die Anbindung ans Leben selbst. Gerald, kennst du den Film Karaba, Leben ohne Schule? Hast du den schon mal gesehen oder hast du davon gehört? Nein, nein. Eine Empfehlung für dich, aber auch für die, die hier zuschauen, ist vor einigen Jahren entstanden, auch auf Initiative von Bertrand Stern, von dem wir gerade Okay. gesprochen haben. Der zeigt hier sehr anschaulich, anhand von drei Protagonisten, wie Bildung ohne Schule funktionieren könnte in einer Vision oder in einer gewissen Utopie auch. Die Anfangsszene hat mich schon sehr beeindruckt. Die ist sehr sprechend, weil man sieht ein freies Feld, eine Wiese sozusagen, an der viele Menschen unterwegs sind und ihre Schule suchen, die plötzlich über Nacht verschwunden ist. Ja. Das heißt, das Gebäude selbst ist verschwunden und die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir jetzt damit? Und dann wird eben anhand von drei Menschen, von drei jungen Menschen gezeigt, wie sie ihre Bildung organisieren. Und letztlich gibt es da sowas auch wie einen Ort, an dem man dann wie in eine Bibliothek hingeht und sagt, okay, ich habe Interesse an diesem und jenem und was gibt es dafür? Und das ist eigentlich eine sehr alte Idee, die hat schon der Ivan Illich in den 70er Jahren mit seinem Buch Entschulung der Gesellschaft eigentlich an die Wand gemalt. Wurde da natürlich einerseits zuerst kritisiert und dann vergessen, wo er eben auch die Digitalisierung, die damals ja also noch nicht vorauszusehen war in dieser Dynamik, aber die er natürlich als Kenner der Welt und auch als Wissender, dass Computer jetzt Einzug halten ins Leben der Menschen und dass man die wahrscheinlich auch nutzen kann, um Leute zusammenzubringen, die gleiche Interessen haben und auch Leute zusammenzubringen, die etwas wissen und weitergeben wollen und die etwas wissen wollen, nämlich die Wissbegierigen sozusagen und die Wissenden zusammenzubringen. Und das war eine sehr schöne Utopie und Überlegung und die wurde dann eben mit dem Film ein Stück umgesetzt und auch sehr spannend dargestellt. Und am Schluss, und das ist natürlich Bertrand Stern wieder in seinem Hoffen oder in seinem Wunsch auch, hat das Verfassungsgericht in Deutschland, glaube ich, spielt der Film auch, ja, entschieden, dass diese individuellen Bildungswege entsprechend auch als legale Bildungswege anerkannt werden und dass die öffentliche Hand dazu verpflichtet wird, alles zur Verfügung zu stellen an Ressourcen und finanziellen Mitteln, was dazu notwendig ist, dass es eben verschiedene Wege geben kann, die innerhalb der Schule, außerhalb der Schule stattfinden, aber die zur Bildung und zur Wissenserweiterung des jungen Menschen beitragen. Also ich empfehle den Film gerne weiter an alle, die zuhören, auch an dich. Es ist total spannend und zeigt eben diesen Weg. Und das ist das, was ich auch in den letzten Jahren eben erfahren durfte, was
geht und was nicht geht. Und ich denke auch, dass eben, um das nochmal aufzugreifen, dass Eltern hier nicht in die Rolle der Lehrenden und schon gar nicht Unterrichtenden fallen sollten, trotz allem Bemühen und ihrem besten Tun für diese jungen Menschen auch und für ihre Kinder, sondern dass es da was anderes braucht. Es braucht Infrastruktur, es braucht Strukturen, die geschaffen werden, und es braucht Menschen, die sich als, wie du sagst, Mentoren, Begleiter zur Verfügung stellen, die sozusagen diesen Bildungsprozess auch begleiten, jetzt so ein Stück supervidierend, also von begleitend im Sinn von, wir schauen auf das Ganze. Und dann gibt es halt Leute, die sich speziell wo auskennen und die auch dann ein Stück dafür zuständig sind, gewisses Fachwissen oder Fachkompetenz zu vermitteln. Also das wäre so ein Stück das, was in dem Film auch angerissen wird. Und wo ich auch so eine durchaus eine Perspektive sehe, die mich sehr fasziniert und auch anspricht, weil ich glaube, wir müssen Bildung weiterdenken als nur an Schule zu denken. Aber wir müssen Ja, an ja. Schule denken, Ja. weil wir Schule einfach verändern müssen, finde ich. Oder Schule muss sich verändern. Und sonst wird sie eben weiterhin traurige, mutlose, normierte Menschen bilden. Natürlich hast du recht mit der Konkurrenz und Asien und alles, aber ich denke mir, dass auch individuelles Entwickeln durchaus ein Potenzial hat, nämlich dann sozusagen innovativer zu sein, vielleicht sogar als Menschen, die eben in einem gedrillten Schulsystem herauskommen und die nur auf die Zeit, die jetzt ist, vorbereitet sind, aber nicht auf die Zukunft. Wenn ein Bildungsweg beginnt mit, sagen wir mal, vielleicht 2 Jahren im Kindergarten und dann vielleicht mit 18 oder vielleicht sogar mit Mitte 20 erst endet nach dem Studium, in diesen 2 Jahrzehnten hat sich die Welt verändert. Und die Frage ist, habe ich das mitgekriegt, was ich dann brauche, was ich in 2 Jahrzehnten wissen oder können sollte? Also das ist auch so noch eine Frage, die so bei mir herumgeistert. Ja, wir können jetzt stundenlang noch reden, Gerald. Ich würde gerne so eine Schlussrunde machen und dich nochmal einladen. Was ist denn so jetzt deine Vision für das Schulsystem, für das Bildungssystem, vielleicht Bildungssystem, ja, oder auch gern Schulsystem? Vielleicht ist es jetzt noch Utopie, ja, mag sein. Das ist auch kein Problem. Also Utopien gab es ja viele im Laufe der Menschheitsgeschichte. Sie wurden nach und nach auch die eine oder andere Realität. Also so gesehen können wir jetzt auch ein bisschen vor uns hinspinnen und sagen, das wäre so meine Utopie auch für das Bildungssystem. Und da würde ich dich gerne einladen, dass du so nochmal skizzierst, wie könnte Schule ausschauen, damit sie das erfüllt, was junge Menschen brauchen und was natürlich auch die Gesellschaft braucht. Ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann oder ja, wenn alles sozusagen wünschbar ist, dann würde ich mal gleich vorweg zuallererst mal Lehrende und Mentorinnen wünschen, die Schüler, die kleinen Menschen, junge Menschen lieben, die sie wertschätzen und die sie denen alles li daran liegt, die dabei zu helfen, sozusagen den Schatz zu heben, sich als Hebammen verstehen, zu einer, ja, zu Entwicklungshelfer sozusagen, die sich nicht über die Schüler stellen und die nicht auf das warten, was von oben kommt, weil das ja, weil nur mit der strukturellen Gewalt, das du angesprochen hast, natürlich das steckt schon im Kern drinnen, da brauchen wir auch nicht umherreden. Der Staat als solcher, der hier eingreift, der übt strukturelle Gewalt in vielen Bereichen aus. Wir sprechen ja auch von Gewaltenteilung, also das Wort Gewalt kommt ja auch in anderen Bereichen vom Staat vor, der nicht mehr dient, sondern der ja sozusagen ursprünglich ist eine Organisationsform, wie wir sind ja der Staat, sind ja wir. Ja. Und wir haben hier einfach anderen sozusagen die Möglichkeit, also Vertreter in die Regierung und so weiter geschickt, die uns vertreten, weil es aus organisatorischen Gründen nicht anders geht, die aber sich aufgeschwungen haben zu herrschen. Also, insofern ist sowieso grundsätzlich ja strukturelle Gewalt da. Ja, ich würde mir unabhängige Schulen wünschen, wirklich unabhängige Schulen mit unabhängigen Lehrern. Ich würde es nicht mehr Schule nennen, wobei Skola aus dem Griechischen heißt hier Müßiggang, gell? Wäre ja ganz was anderes. Lernen halt kommt ja auch vom Wort leis.
aus dem Germanischen und bezeichnet ja auch eine Fährte, bezeichnet auch List. Also die List kommt ja, da bin ich wieder beim Kojoten. Also es, glaube ich, auch ich wünsche mir lebendige Lernorte, wo Schüler hinkommen können, wie sie wirklich frei, wie du es vorher skizziert hast, sozusagen, wie wenn da große Büchereien wären, jetzt natürlich auch in Phase der Digitalisierung, die Räume zur Verfügung gestellt werden, wo sie reinkommen, wo sie sich genau dort an ihrem Interesse, wie wenn ein Campus wäre, wo auch verschiedene Gebäude wären, wo sie reingehen, der naturwissenschaftliche Bereich oder geisteswissenschaftliche, Sprache, Religion, Spiritualität, Wissenschaft, wo alles seinen Platz hat, wo sie Theater spielen können, wo sie sich an verschiedensten Bereichen ausprobieren können, wo dort Personen sind, die sie abholen, mit denen was weiterentwickeln, wo sich Lehrer selbst als Lernende weiterhin empfinden. Und gemeinsam mit den Schülern vorwärts lernen, gemeinsam auch von mir sind mit den Schülern gemeinsam experimentieren an Dingen. Das wäre für mich viel mehr Schule als das, was jetzt läuft. Wir scheitern natürlich auch nicht nur oft an den Personen, die ja, wir haben ja sogar Lehrer an den Schulen, die Kinder nicht mögen. Das finde ich ja überhaupt das Absurdeste überhaupt. Das ist wie wenn ein Bäcker kein Mehl mag. Ja. Warum wird der Bäcker dann? Also dasselbe, warum wird so jemand Lehrer? Gut, gibt es Nebengründe, gell? Aber das sollte vorbei sein. Nur das Gebäude an sich ist natürlich auch oft ein Hindernis, ein ganz großes Hindernis an der Entfaltung auch. Wir bräuchten natürlich letztendlich auch neue Lernorte, also im Sinne von auch von Gebäuden, die nicht mehr so kasernenhaft aussehen und innen auch irgendwie viele Möglichkeiten stören. Ich warne auch ein bisschen vor dem coolen Auftritt der Kompetenzorientierung und der neoliberalen Ausrichtung. Da möchte ich schon eine Warnung aussprechen. So cool ist die nicht. Die schaut super aus, aber da müssen wir wirklich aufpassen, weil die verkleidet sich wirklich als neue bunte Schule. Das ist sie eigentlich nicht. Dieser Kompetenzkatalog, der da jetzt irgendwie abgehackt werden soll, bei dem vermisse ich ja massiv Bildung, was Bildung eigentlich ist. Sind ja nur mehr irgendwelche Fertigkeiten, die isoliert, ich finde eine unglaublich oberflächliche, temporeiche Abhandlung von schnell mal Fertigkeiten, die eine große Gesamtschau nicht ermöglichen und auch kein Null Interesse daran hat. Das heißt, Schule als Lern- und Begegnungsort, wie ich es vorher skizziert habe, wo Schüler hinkommen oder Kinder, Jugendliche hinkommen, sich an ihren Interessen hoch entlang handeln. Ja, wo auch Lernen und Leben viel mehr Hand in Hand gehen, wo vieles Platz hat, gemeinsam das Leben auch zu feiern und verrückte Dinge auch Platz haben, dass man die ausprobieren darf. Also ein bisschen weniger brav, so wie es jetzt in der Schule genormt abläuft, sondern wo einfach ja, Schüler sich wieder viel mehr selbst erfahren dürfen und wo sich Schüler und Lehrer, ja, wo die gemeinsam auf einem Lernweg unterwegs sind, wo dann man dann als Lehrer im Nachhinein auch sagen kann, bist narrisch, aber jetzt doch richtig viel selbst dazugelernt. Ich war nicht nur der gewusst hat, wie eh alles läuft, sondern ich habe mich auf ein Abenteuer eingelassen. Ja, das soll der Abenteuerspielplatz werden. So würde ich's skizzieren. Das wäre so ein bisschen ein kurzer Entwurf dessen, was ich mir vorstelle für die Zukunft. Ja, Gerald, das ist ein Entwurf, der mich sehr anspricht. Also den möchte ich gern mittragen auch, ja, weil er durchaus dem entspricht, was mir auch vorschwebt, dass eben dann tatsächlich der junge Mensch im Mittelpunkt steht und dass seine Lernbedürfnisse, seine Wissbegierigkeit, seine Neugier, sein Potenzial auch im Mittelpunkt steht.
und auf diese Weise an solchen Orten dann auch sich entfalten kann und gehoben werden kann. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Danke. Wir haben uns der Zeitenwende im Bildungssystem beschäftigt. Die Zeitenwende, die wir skizziert haben, die lohnt es sich, denke ich, auch zu verfolgen. Und wir laden jetzt einfach alle hier ein, die zugeschaut haben, da auch ihren Teil beizutragen. Ob sie jetzt Eltern, Schüler oder Lehrer sind, alle haben die Möglichkeit, sich hier zu beteiligen und diese vom Gerald jetzt auch skizzierte Utopie oder sagen wir Vision mitzutragen und sie auch in die Welt zu setzen. Gerald, nochmal herzlichen Dank auch, dass du da dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ich danke auch allen, die zugeschaut haben und hoffe, dass sie inspiriert wurden und dass sie wissen, was sie jetzt auch beitragen können, um die Zeitenwende im Bildungssystem einzuleiten und mitzugestalten. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen bei einem nächsten Zeitenwende-Talk und wünsche Ihnen eine schöne Zeit.